Oh. Schicker Banter. Theoretisch bist du online. Oh, theoretisch bin ich online. Dann Ah, jetzt. Ah. erstmal. Moment. Yeah, ich bin live. Hallo. Hallo Publikum. Also, vermutlich seht ihr mich jetzt erst nach der Werbefummelei, aber wir machen einen kleinen Vorlauf, dann starte ich mit der richtigen Begrüßung. Wer sich wundert, warum ich hier alleine sitze, Mayri ist durch Arbeit ein bisschen indisponiert, aber sie wird, hat sie versprochen, im Chat ein bisschen mitlesen und da auch ihren Senf dazugeben, wenn ich mal wieder Unsinn rede, was ab und zu vorkommt. Mal gucken, ob wir heute überhaupt Zuschauer haben, wenn eben Mayri nicht dabei ist, wenn ihr mit mir, nur mit mir vorlieb nehmen müsst. Ja, ich denke, wir machen einfach so lange, wie wir Spaß haben, wie wir lustig sind. Heute geht es hauptsächlich um Grundierung von Miniaturen, nachdem wir beim letzten Mal zusammengebaut und gereinigt und den ganzen Firlefanz gemacht haben. Ja. Regie sagt, wir sind auf Sendung, also werde ich jetzt mal mit einer offiziellen Begrüßung beginnen. Ich denke, das war genug Vorlauf. Hallihallo zur Steffstoff-Show. Aha, mit mir, Steff. Wie ich schon eben schon gesagt habe, heute ohne Mayri, heute hinter der Kamera. Sie wird oben im Chat mitlesen und kommentieren, weil sie hat noch ein bisschen was zu tun. Und zwar was ganz Spannendes, sie übersetzt gerade die Texte für unseren Road Movie Trip, wo wir in China waren, den Dino abgeholt, das wirft ja ein alter Hut. Und da übersetzt jetzt gerade die Texte. Und wenn alles klappt, ist er hoffentlich irgendwann bald fertig. Aber die Rohfassung sieht schon sehr toll aus. Aber das nur am Rande. Ja, heute grundieren wir. Was gibt es zu beachten? Wie grundiert man richtig? Was für Grundierarten gibt es? Da haben wir in der ersten Folge ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Das gebräuchlichste, was ich benutze, ist entweder ein Grundierspray aus der Dose. Jeweils in, also ich benutze hauptsächlich Schwarz und Weiß. Gibt allerdings natürlich noch ganz andere Grundfarben. Von Grün, Blau, was ist halt so, was man so brauchen kann. Ist vorhanden und dabei gilt eigentlich der Grundsatz, je heller die Farbe ist, desto leuchtender wirken dann hinterher die anderen Farben, die man aufträgt. Und je dunkler die Farbe, desto mehr wird halt der Effekt oder die Farbe dann geschluckt, sodass sie komplett etwas düsterer wirken. Darum benutze ich eigentlich hauptsächlich Schwarz und Weiß, weil ich so viel unterschiedliche Miniaturen habe. Es macht natürlich Sinn, wenn ihr zum Beispiel eine große Einheit an Orks habt, die schon komplett grün zu grundieren, dann habt ihr im Zweifel bloß noch die Rüstungsteile, die dann anders farbig gemacht werden müssen. Weil mit der Grundierung ein bisschen Tusche drauf, dann vielleicht die Farbe aufhellen, da habt ihr eigentlich schon einen schönen, tollen Hautton hingekriegt. Die Tücke bei weißer Grundierung ist, dass man da sehr gründlich sein muss, weil wenn man da ein paar Falten vergisst oder nicht so genau guckt, kann es halt sein, dass dann weiß durchblitzt und das sieht, ja, es stört halt einfach den Gesamteindruck. Dafür hat weiß oder helle Farben haben natürlich den Vorteil, dass die Farben, die man danach aufträgt, wesentlich besser decken und halt eben halt eine deutlichere Leuchtkraft haben. Bei Schwarz wiederum ist es so, die Grundierung verzeiht es eigentlich, wenn man nicht so gründlich ist. Weil gerade in Falten oder Ecken, wo man nicht so leicht rankommt, wirkt das dann eher wie Schatten. Da muss man dann aber damit rechnen, dass man mehrmals mit einer Farbe dann drüber muss.
bis es richtig deckt. Also ich habe zum Beispiel immer Probleme, wenn ich gelb oder rot auf schwarz auftragen will. Da muss ich echt öfter mal drüber pinseln. Ja, die Sprühdosen, da ist dann auch schon ein bisschen ein tricky Teil dabei. Es geht ziemlich schnell, eine große Masse an Figuren zu besprühen, was auch echt praktisch ist. Nur muss man halt darauf achten, wo, wie, was, wann. Am besten bereitet man die Figuren eben schon, wie wir es schon mal erklärt haben, vor, gereinigt, zusammengebaut oder zumindest bei Großfiguren dann eben die Teile, die man besprühen möchte. Und dann gibt es verschiedene Varianten. Ich benutze zum Beispiel gern eine Holzleiste, wo ich dann mit doppelseitigem Klebeband die Miniaturen aufreihe und dann schön von allen Seiten besprühen kann. Was ich schon gesehen habe, was auch ganz gut funktioniert, ist, bei einem großen schwedischen Möbelhaus gibt es so einen Drehteller für den Esstisch. Da kann man auch wunderbar doppelseitiges Klebeband, die Figuren drauf und dann kann man den drehen und regelgleichmäßig besprühen. Doppelseitiges Klebeband deshalb, A, damit sie nicht runterfallen, wenn man es bewegt, und B, da ist schon ein bisschen Druck dahinter, wenn man die nicht irgendwie fixiert, kippen sie euch um. Und das ist dann, kann dann eine schöne Sauerei werden. Und bei dem Drehteller ist zum Beispiel auch der Vorteil, dass es dann wirklich gleichmäßig wird. Sonst neigt man gerne dazu, eine Seite zu viel aufzutragen und eine andere dafür zu vernachlässigen. Wobei auch wieder, da man anmerken kann, wenn man grundiert und quasi die Grundierung nicht gleichzeitig als Hauptfarbe nutzen möchte, sondern wirklich bloß, damit die anderen Farben drauf haften, es eigentlich reicht, wenn man ganz leicht grundiert. Ich habe hier zum Beispiel einen von Warhammer, einen Nachtgoblin Fanatic, und den habe ich weiß grundiert. Und das sieht man vielleicht, ich stelle ihn mal hier hin, dass hier und da auch noch das graue Plastik durchschimmert. Was eben aber nicht weiter schlimm ist, da ich eben noch drüber malen werde. Mir war es eben viel wichtiger, dass ich nicht zu viel von der Grundierungsfarbe drauf klatsche und dadurch vielleicht Details verschwinden, wie Kettenhemden verkleben oder Falten, die dann einfach eine glatte Fläche sind. Weil das kann halt passieren, wenn er zu lange mit der Grundierung auf einer Figur bleibt, dass halt feine Details wie Runen oder Schriftzeichen oder hier bei der Kugel sieht man es, das sind Kratzer und Einkerbungen, die können dann halt im Zweifelsfall einfach verschwinden. Was ihr hier auch noch seht an der Base, ich halte es mal so, dann sieht man es vielleicht besser. Ich muss niedriger. So, genau. Ich habe hier schon eine Besandung aufgetragen und die mitgrundiert. Das mache ich eigentlich recht gern, weil ich dann ein bisschen freier bin, wie ich die Base dann hinterher gestalte. Ich könnte jetzt einen rötlicheren Sand oder tatsächlich dunkelbraune Erde draus machen. Das erspart mir eigentlich nur, dass ich 3-4 verschiedene Sandarten daheim lagern muss und im Zweifel auch bezahlen muss, wenn ich sie bloß für 3 Figuren brauche. Dasselbe gilt dann hier für die Skaven. Da sieht man, das Schwarz deckt halt natürlich besser und es schimmert nicht so arg viel durch, aber da werde ich dann tatsächlich wohl mit den Farbschichten öfter mal ran müssen. Auch hier habe ich wieder die ich gehe ein bisschen runter. So, danke Nico. Da habe ich auch wieder die Besandung mitgrundiert, einfach damit ich es dann beim Gestalten leichter habe. Ja, das Besprühen an sich, ganz wichtig, macht es nur in gut belüfteten Räumen. Es mag zwar ganz witzig sein, wenn man einen Farbrausch hat, aber ich würde es euch nicht empfehlen, zumal
Der andere Punkt ist, es setzt sich ja auch auf eure Nasenschleimhäute. Es mag ganz unterhaltsam sein, wenn man mehrere Tage farblich attraktiv sich die Nase putzen kann, aber auf lange Sicht macht ihr euch die Geruchsnerven und Atemwege kaputt. Also von daher immer in gut gelüfteten Räumen machen oder im Freien. Wenn ihr es im Freien macht, gibt es dann auch wieder so eine Regel. Guckt A, dass es nicht zu kalt ist und B, dass es nicht zu heiß ist. Also Frühjahr, Herbst sind so die besten Zeiten, um im Freien zu grundieren. Solltet natürlich gucken, aber ich denke, das versteht sich wohl selbst. Nicht bei starken Sturmböen sprühen, das bringt nichts. Die Dosen müssen gut geschüttelt werden, bevor man damit sprühen kann. Einfach damit sich die Pigmente und die Trägerflüssigkeit gut vermischen. Funktioniert wie eine ganz normale Sprayerdose. Ich habe es tatsächlich mal geschafft, im Sommer zu grundieren. Und ich stand noch in der Sonne. Und da legte sich dann die Grundierung wie ein feiner Staub auf meine Figuren. Also er kam schon trocken quasi bei der Figur an, hielt hier und da noch, was ihr eine sehr körnige Struktur einbrachte. Und ich musste das Ganze halt dann nochmal komplett entfärben und nochmal neu machen. Also wie sich die Farbe bei Minustemperaturen oder bei kalten Temperaturen verhält, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, macht es nicht, wenn es draußen zu heiß ist, oder macht es auch nicht in der direkten Sonne. Da habt ihr nur doppelte Arbeit. Also bei mir hat sich unten der Keller bewährt, weil da ist ein Fenster, kann ich ein Fenster aufmachen. Da stört es keinen. Ich werde es hier jetzt auch nicht vorführen, weil Nico wird es mir danken, der muss hier noch arbeiten und ich später hier noch schlafen. Nee, muss nicht. Ja. Sprühgrundierung, ja, ganz normal. Sprühkopf erklärt sich von selbst. Ihr solltet einen gewissen Abstand halten, 20 bis 30 cm von der Figur weg. Und halt gucken, dass ihr die Sprühgrundierung wirklich gründlich auftragt. Je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur sind die Figuren auch relativ schnell trocken. Also das Längste, was ich mal tatsächlich gewartet habe, waren 10 Minuten. Normalerweise ist das wirklich ratzfatz und ihr könnt dann sofort weitermachen. Und die andere Art der Grundierung, die ich auch nutze, wenn ich zum Beispiel nur kleine Figuren oder Einzelfiguren habe, ist Grundierung aus der Flasche bzw. aus dem Döschen. Funktioniert genauso wie die Sprühfarben. Die sind etwas kräftiger pigmentiert. Und bei denen ist es halt schlicht, die werden ganz einfach mit einem Pinsel aufgetragen. Und auch hier ist es halt wieder, es ist nicht schlimm, wenn es nicht deckt, sondern es soll halt wirklich bloß die als Trägerfarbe, die als Träger dienen für die anderen Farben. Außer es ist halt wieder eine Farbe, wo er sagt, hey, ein Großteil meiner Figur soll so aussehen. Dann bietet es sich natürlich an, dass ihr das deckend auftragt. Und ich mache das jetzt gerade mal hier an den Skeletten, die ich das letzte Mal gebaut habe. Weil ich denke, die werden wir jetzt auch jedes Mal ranziehen, um neue Schritte zu zeigen. Was mir letztens tatsächlich Kurioses passiert ist, was heißt kurios, eigentlich ziemlich dämlich. Ich vergreife mich in der Sprühflasche. Es wird angefangen zu sprühen und ich wundere mich, warum werden die nicht weiß? Warum kriegen meine Figuren keinen weißen Schimmer?
Und dann habe ich festgestellt, in der Sprühdose vergriffen und ich habe sie schon mal lackiert. Was wieder zum Effekt hatte, ich musste natürlich wieder entfärben und neu grundieren. Und Skelettkrieger ist schon fertig, kann trocknen. Und das geht mit den Grundierfarben auch ziemlich leicht und schnell. Klar, mit Sprühfarben ist es einfacher. Aber es ist dann halt bei mir immer so ein Abwägen, gehe ich jetzt mit drei Figuren, die ich habe, raus und sprühe die an oder setze ich mich halt ein paar Minuten länger hin und grundiere sie per Hand. Die Sache ist halt die, gut, die Farben aus der Dose bzw. aus dem Farbdöschen brauchen natürlich unter Umständen ein bisschen länger, bis sie trocken sind, aber auch das hält sich in Grenzen. Wenn ihr eure Figuren tatsächlich, hätte ich zum Beispiel bei den Skeletten machen können, schon im richtigen Farbton grundieren, zum Beispiel so ein etwas gebrochenes Weiß, so ein Knochenweiß, das geht ganz leicht ins Beige, und hätte die grundiert, damit hätte ich dann einfach drüber getuscht, mit einer etwas dunkleren Farbe, also ich hätte vermutlich braun genommen, und hätte dann tatsächlich schon einen ziemlich coolen Effekt, wo man sagen kann, okay, hey, das Skelett ist fertig, mit dem kann man eigentlich fast schon spielen. Ich hätte dann noch ein bisschen was an den Waffen gemacht, aber dann hätte es halt ausgesehen wie Knochen, die frisch aus dem Boden kommen. Und da hätte man dann später einfach nur mal kurz drüber bürsten können, aber so für den ersten Einsatz wäre das schon völlig ausreichend. Haben wir denn überhaupt Zuschauer oder habe ich schon alle verkrault? Wir haben 31 Zuschauer. Ah, vielen Dank an die 31 Zuschauer. Der Rest, die nicht anwesend sind, vermutlich der Mayri Fanclub. Oder haben das mit dem Montagsstream noch nicht so ganz mitbekommen. Ja. An dieser Stelle mal ein kurzes Hallo an Olaf, meinen Kollegen, der schon gesagt hat, dass er eigentlich zugucken will. Ich hoffe, du machst es auch. Oh, ich glaube, ich muss den Arm hier nochmal ankleben. So. Okay, dann stelle ich dich mal zur Seite, dass ich da noch den Arm mache. So. Ja, ansonsten gibt es bei Grundierung eigentlich nicht so arg viel zu beachten. Wie gesagt, das Wichtigste ist halt wirklich bei den Sprühgrundierungen. Guckt auf den Abstand, guckt auf die Wetterverhältnisse. Da spart ihr euch wirklich viel Arbeit mit. Und wie gesagt, tragt es nicht zu dick auf. Weil dadurch verklebt ihr euch im Zweifelsfall wirklich schöne Details an den Minis. Seit ich eben einmal so doof war und meine Minis mit Ölfarben angemalt habe und weiß, wie viel Falten und Kettenglieder dadurch einfach verschwunden sind, die waren dann einfach weg, bin ich da extrem vorsichtig. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht. Wir hatten vorhin ein bisschen rumgerätselt oder überlegt, was wir in den nächsten Stoffshow-Folgen machen könnten. Wir wollen natürlich auch mal mit den Minis spielen.
oder eben auch das ein oder andere Produkt vorstellen, wenn mal gerade eine interessante Neuerscheinung kommt. Ich hätte, was ich zum Beispiel noch nicht getestet habe im Spiel, wäre, das ist letztes Jahr erschienen von Games Workshop, quasi der Hero Quest, bisschen die Neuauflage von Hero Quest, Silver Tower. Da habe ich die Figuren schon zusammengebaut und auch grundiert, allerdings noch nicht bemalt. Da könnte man mal ein Probespiel hier machen. Sofern es euch nicht stört, dass die Figuren nicht bemalt sind. Aber da ist halt das Problem tatsächlich bei mir. Ich habe so viele Figuren und komme nicht dazu, sie zu bemalen oder nur sporadisch. Da ich hier und da noch Bemalaufträge habe, ich weiß, ich habe schon etwas länger Nikos Star Wars Imperial Assault Figuren bei mir, die ich jetzt aber in Angriff nehmen werde und dann hoffentlich auch zügig fertigstellen kann. Ansonsten können wir natürlich auch noch ein schönes Retro-Miniaturen-Spiel machen, indem wir von Schmidt-Spiele, das habe ich Nico schon öfter angedroht, und Mayre, dass wir das mal machen, das alte DSA-Brettspiel Festung des Schreckens, das Dorf des Grauens und das Tal des Drachens, habe ich alle noch daheim, die noch gar nicht mal so gut sind, aber ja, das war vorher, da steht DSA drauf, früher für mich, und da sind Miniaturen dabei, das kann nur gut sein. Ja, ich wurde eines Besseren belehrt. Also schöne Minis sind es immer noch. Das könnte man zum Beispiel machen. Oder wir spielen einfach mal wieder schlicht eine Runde Hordes oder War Machine. Wenn ihr Interesse habt, können wir auch mal, das haben wir glaube ich auch noch nicht gemacht, die neuen Age of Sigmar Regeln vorstellen. Halt, und jetzt habe ich die Figuren dazu gestellt, wo ich das Schild nochmal ankleben wollte. Ja. Das muss ich nochmal nachholen. Da habe ich Kleber. So. Zack. So. Also wie auch die Sprühdosen gibt es natürlich auch die Farbfläschchen in verschiedenen Varianten und Farbschattierungen. So. Ja, man sieht natürlich schon einen Unterschied zwischen den mit Sprühgrundierung besprühten Figuren und den bepinselten, aber wie gesagt, da ich ja eh noch drüber malen werde, spielt das keine große Rolle. Was ich gleich noch mitmachen werde, ich habe hier schon gesagt, die Sturmtruppler von Imperial Assault. Da muss ich nochmal drüber weißen, dann habe ich es dann später mit dem richtigen Weiß nicht so schwer. Also was wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch zeigen werden, ist eben Grundfarben und Tuschen, Farben wiederherstellen und Akzente setzen und eben so ein bisschen Farbverlauf, wie man das geschickt hinkriegt. Dann natürlich, weil es, wenn ich mich recht entsinne, auch sehr begrüßt wurde, werden wir uns eingehend mit der Base-Gestaltung beschäftigen, was es da so gibt, was man machen kann, was für Materialien man verwenden kann. So.
Ansonsten, wenn ihr natürlich noch irgendein Thema habt, wo ihr sagt, hey, das könnt, da würde ich gerne mal drüber mehr erfahren. Zum Beispiel, wie man Leuchteffekte hinkriegt. Da bin ich auch immer noch am Üben und ihr kennt das vielleicht, man ist nie ganz zufrieden und versucht sich zu verbessern. Ich tue mich zum Beispiel immer noch ein bisschen schwer, wobei es, wenn man den ganzen Ratgebern glauben darf, total simpel ist, wenn jemand eine wenn eine Miniatur eine Lichtquelle hält, wie eine Laterne oder Fackel, mit dem, wo fällt das Licht hin, wo muss ich eher etwas abdunkeln, da tue ich mich noch ein bisschen schwer mit. Aber zum Beispiel gerade so Effekte, wenn etwas von innen heraus glüht, wie zum Beispiel mystische Runen oder so etwas, das ist eigentlich ein ziemlich, das ist tatsächlich ein ziemlich simpler Effekt, da man eigentlich bloß von den einfachen Farbverlauf von hell nach dunkel oder umgekehrt machen muss, so dass man dann schon einen schönen Effekt hat. Aber das können wir, da können wir uns gerne auch nochmal mit beschäftigen. Was mir hier gerade bei dem Sturmtruppler auffällt, kein Wunder, dass die Jungs nicht treffen. So wie der Lauf verzogen ist, kann das ja nichts werden. Ich glaube, da muss ich auch nochmal mit ein bisschen warmer Luft, also einem Föhn oder heißem Wasser dran und den ein bisschen zurechtbiegen. Geht bei den Figuren ja zum Glück ziemlich leicht. Was beim Grundieren mit der Sprühfarbe natürlich auch hilfreich ist, wenn ihr euch irgendwelche Einweghandschuhe anzieht. Sonst kann es auch ganz leicht passieren, dass man vom Sprühknopf halten dann Farbsprüher an mehreren Fingern hat. Geht zwar auch dann relativ leicht wieder runter, aber kann schon ein bisschen störend sein. So. Mal eine Nahaufnahme auf den verzogenen Lauf. Wie gesagt, kein Wunder, dass die Sturmtruppler nichts treffen. Oder ist das das neue Modell KSK Himmelwärts? Das muss so sein. Für die Luftabwehr, ich weiß es nicht. So. Und noch ein bisschen weiße Farbe. Ich komme ja ein klein bisschen wie Bob Ross vor. Das hat der Chat auch schon gesagt. Ah, danke. Es ist halt ein bisschen was anders, wenn man... Meine Frisur ist besser. Meine Frisur ist besser, das ist sehr freundlich. Hat das auch der Chat gesagt oder sagst du das? Der Chat brachte das Wort Lockenperücke auf. Ah. Das ist halt das, tatsächlich das Problem. Ich würde mich ja jetzt theoretisch mit Mayre unterhalten. Und dadurch kommt natürlich ein dynamischer Dialog. Wenn man alleine vor der Kamera sitzt... Gut, Nico ist auch da, aber der hält sich gerne zurück, was ich verstehen kann. Dann beginnt man halt mit sich selbst zu reden. Und ich habe, wenn man Mayri Glauben schenken darf, tatsächlich die Angewohnheit, wenn ich vor mich hin arbeite, mich mit mir selbst zu unterhalten. Oder wenn ich mich konzentriere. Was allerdings natürlich ein bisschen albern wirkt.
nicht weiß, was jetzt kommen wird. Es ist doof. Dann komm. Also, als besonderen Gast heute hier darf mich jetzt gleich. Ich danke der Regie, dass sie das ältere hallo. Wesen. Hallo. Darf ich mitmachen? Wenn du einen Pinsel halten kannst, gerne. Gib mir Pinsel! Gib mir Pinsel! Ja. Sterblicher, gib mir Pinsel! Sehr gut. Ich will mich umrein! Wenn ich ja sage. Pinsel in die Hand. Wenn ich ja sage, bin ich tot. Zu lange geschlafen, hä? Ja, der Arm. Alt ist ganz taub. Wer ist ja eingeschlafen? Muhaha. Ja. Ich komme mir ein bisschen vor wie der Muppet Show. Pass auf! Ja. Oh nein! Wir sind alle verloren. Deine geistige Stabilität sinkt um 2. Dann bin ich jetzt wahnsinnig. Ich hatte noch nie eine sehr hohe geistige Stabilität. Ja, willkommen Cthulhu. Wie schläft sich so auf? Hier. Ja? Ja. Besser als auf dem Meeresboden zu schlafen, ja. Ein bisschen wärmer, ne? Aber heute Nacht muss ich woanders schlafen, habe ich schon gehört. Ja, ja, es stimmt. Bist mein Bett. Ja, ja. Entschuldigung. Nicht passiert. Die Tusken-Sandräuber gehören mir nicht, also macht da ruhig weiter. Ja, trotzdem willkommen hier im Studio in der Stiftstoff-Show. Wenn du jetzt einen Pinsel halten könntest, könntest du natürlich mitmachen. So musst du die Sterblichen. Den Arm erstmal wieder wach kriegen hier. So musst du natürlich die Sterblichen dazu anhalten, für dich zu bemalen. Ja, mal schneller. Ja. Da. Ja, ist ja gut. Heieiei, unter Druck kann ich nicht. Unter Druck kann ich. Ja. Vermutlich wird sich Mairi oben an ihrem PC gerade scheckig lachen. Wer? Eine andere Sterbliche. Ich dachte, du hast unten. Ja, Namen? Holt sich doch nicht. Ich dachte, bei den ganzen Tiefseekabeln, die da von A nach B verlegt sind, hast du wenigstens einen gescheiten Internetanschluss unter der Wasseroberfläche. Das schon, ja. Na also, dann wirst du bestimmt auch schon mal Mairi gesehen haben. Ne. Heieiei. Das ist echt eine Bildungslücke. Ich guck nur RT Deutschland. Das erklärt einiges. Dämonentausch und tiefes Wesen sucht Frauen, so Sachen. Nein, ja, das auch. Ja. Innsmouth Camp und wie es nicht alles heißt, ne? Sehr schön. So. Ja. Jetzt hast du deinen Wunsch gehabt. Was? Nicht mehr allein hier zu sitzen. Ah, danke. Ja. Vielen Dank. Bereust du es schon? Ein bisschen. Was hat es mich gekostet, meine Seele, meine abgesehen von den der geistigen Stabilität, die ich verloren habe? Hätten wir vorher erklären müssen, oder? Ja, das hätten wir schon vorher. Weißt du was, ich komme noch mal rein, ja? Ich klopf und du sagst herein. Könntest du nicht reinkommen, Palim Palim sagen? Ich sag Palim Palim. Gut. Aber du musst schon herein sagen, sonst komme ich nicht, ne? Ja. Also ich... Sag Palim, Palim, und dann sagst du herein, ja? Ja. Zweimal Palim, Palim. Zweimal? Oder nur Palim? Nein, das ist albern. Palim, Palim! Ich stelle mich tot. Palim! Ja. Palim, 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 Palim! Die Höflichkeit gebietet es mir eigentlich, dass ich... Ich bin ein teuflisch höflicher Mensch, leider. Herein! Ich weiß, ich werde es bereuen.
Oh, oder auch nicht. Das hat gerade so ein bisschen was von Bernd das Brot in Böse gehabt. In Blöd? Nee, das wollte ich nicht sagen. Danke, Nico, für deine Mitwirkung an der Sendung. Was? Ich habe damit nichts zu tun. Achso, ja. Einen herzlichen Applaus und Dankeschön nochmal an das tiefe Wesen Cthulhu, dass er mich nicht in die Dimension XY gerissen hat und ansonsten auch davon abgesehen hat, uns alle heute zu versklaven. Danke. Der Chat explodiert gerade. Ja. Die Steffler-Show war noch nie so unterhaltsam wie jetzt. Bitte mehr. Ich bin auch... Die Steffler-Show ja auch schon so lange gibt. Ja, genau. Ich bin übrigens auch dafür... Nee, Entschuldigung, Nico, du hast ja nichts damit zu tun. Ich habe nichts damit zu tun. Sonst hätte ich gesagt, das wird auch auf dein Screen-Time-Konto gerechnet. Ja, so viel dazu. Aber ich glaube, wir haben auch nicht wirklich gravierend viele Fragen zum Thema Sprühgrundierung. Die Show simuliert, das passiert, wenn man zu viele Farbdämpfer einatmet. Ja, nur in gut gelüfteten Räumen. Ja. Endlich mal jemand, der aufpasst und zuhört. Danke. Ja. Was ihr nicht seht, hier ging gerade die Tür auf und eine grinsende Mairi brachte gerade etwas herein und drückte Nico. Ja. Oh nein. Hallo, Einhorn. Wir wurden uns, glaube ich, noch nicht offiziell vorgestellt. Ich bin Steff. Ich laufe normalerweise unter Meridiana Josh. Aber eigentlich bin ich Rohan. Ah ja. Josh, du musst, glaube ich, lauter sprechen. Das kommst du bei das Mikrofon nicht so an. Ich kann mich auch ein bisschen in deine... Ja. Hallo. Ich bin Meridiana Josh. Josh, komm nicht so nah, sonst sieht man die Hand in deinem Arsch. Oh, das ist mir unangenehm. Wir alle hatten schon mal Verdauungsprobleme. Mhm. Ja, du hast leider... Man hat schon Einhörner kotzen sehen. Ja, eindeutig. Du hast gerade Cthulhu, das tiefe Wesen, verpasst. Das tut mir leid. Ich denke, ihr hättet euch sehr gut unterhalten und verstanden. Oh ja, wir treffen uns regelmäßig. Wir haben so einen Club. Ah. Spielt ihr dann Karten oder was... Was macht ihr in diesem Club, wenn ich fragen darf? Ich habe Hufe und seine Arme sind eingeschlafen. Wie sollen wir Karten spielen? Es ist eher so ein philosophischer Club. Ah, ich verstehe. Magier philosophischer. Ich dachte jetzt eher, wenn jemand Menschen versklavt und alle sind versklavt, keiner kriegt es mit, wurden sie dann wirklich versklavt? Ja, solche Dinge besprechen. Dachte ich mir. Klingt sehr spannend. Gibt da... Inspirationsvideos und so. Ja. Ah, Inspirationsvideos. Hast du schon mal überlegt, ob du glücklicher wärst, wenn du insgeheim versklavt wärst? Da ich Katzen besitze, bin, ach so, ja. Bin ich noch nicht mal insgeheim versklavt. Ich bin mit der falschen Person. Ja. Komm ich an die Nummer deiner Katzen. Ich gebe sie dir dann nach der Sendung, sodass du dich mit ihnen unterhalten kannst. Sie haben leider keinen Facebook-Account und weil sie halten das für Teufelswerk. Aber ich auch. Auf Mails und SMS werden sie antworten. Okay. Ja. Cool. Ja, und welche Sklavenarbeit verrichtest du hier? Im Moment bemale ich die Tusken Sandräuber. Die Tussen? Ja, genau, die Tussen Sandräuber. Da hätte ich eigentlich. Rosa nehmen sollen? Okay, der Auftraggeber sagt nein. Ja, und beim der letzten Male habe ich ja
die Grundfarben aufgetragen und getuscht und jetzt helle ich die Grundfarben wieder auf. Das klingt irgendwie überflüssig. Warum machst du es erst dunkel, wenn du es dann wieder heller machst? Damit. Der spinnt. Damit man den Faltenwurf besser sieht. Da hat sich nämlich die Tusche drin gesammelt und verleiht der Figur dadurch mehr Tiefe. Ah. Ja. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Ich lasse das mal so stehen. Genau. Auf Ex. Jetzt weiß ich, warum Einhörner Regenbogen pupsen. Ach, das war noch nicht bekannt. Oh, sorry. Ja, jetzt hast du ein wohlgehütetes Geheimnis gelüftet. Ja. Ist hier noch Orange? Ich brauche noch Orange. Ja, ich hab zwei Farben von Orange. Ja, das welches hast du gerade genommen? Nein, das ist Zwergenhautfarbe, also Dwarf Skin. Schmeckt aber wie Orange. Na gut. Wohl bekommst. Ja, Regenbögen machen sich nicht von alleine. Den Leuten gefällt's noch, oder? Ich glaube, sogar noch mehr Zuschauer dazu gekommen, seitdem wir mit dem Kreis angefangen haben. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ja, ich finde es auch ein bisschen bezeichnend. Hier habt so viele Menschen vor der Kamera. Niemand will Menschen sehen. Überall sonst sind Menschen. Überall vor den Kameras Menschen, wo man hinschaut. Ja? Alle sind dieser Spezies überdrüssig. Ja, Einhörner sind leider ziemlich rar geworden. Oder sind sie nicht so mediengeil? Naja, es herrscht ein Mangel an Unschuld. Ah, und das... Ja, ja gut, das macht Sinn. Das macht erschreckend viel Sinn. Ich bin auch nicht wegen dir hier. Sondern wegen Cthulhu. Wegen den Tussenräubern. Also... Die sind aber auch nicht wirklich unschuldig. Hängt von der Definition ab. Ich sehe die ja als, naja, als Freiheitskämpfer, ach so, die den Planeten gegen die fremden Einflüsse verteidigen. Also ihre Gewalt ist damit sanktioniert, finde ich. Wenn man es so sieht, natürlich, ja, ja, das stimmt. Ja, das hat. Ja, jetzt kommen wir in politisches Gebiet. Und das sollten wir nicht machen. Nein. Wir sind zur Unterhaltung da. Ja. Ja. Ich, ja, was soll man dazu sagen? Ich kann dir nur voll und ganz zustimmen. Geh dann mal wieder. Mach das. Danke für deinen Besuch. Ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Wenn du das nächste Mal Geld bestellst, bestell mehr. Mhm. Mach ich. Tschüss. Ciao. Ja. So viel dazu. Ich gebe zu, Cthulhu war unterhaltsamer. Ja. So. Nein, ich töte keine Drachen. Höchstens, wenn du mich ankotzt. Hier im Hintergrund sitzt noch ein etwas kränklicher Drache, der mich aufgefordert hat, ihn zu töten. Aber ich bin mal schon eher der Sammlertyp und nicht der Jäger. Also von daher werde ich das nicht. Jetzt hat er sich selbst weggeworfen, die arme Sau. Aber er ist gut gelandet. Ja. Naja, gut. Ich weiß ja nicht... Bevor wir euch jetzt noch mehr langweilen, ihr keine weiteren Fragen habt. Sehen wir uns. Es wurde gehofft, dass das ein oder Abgang nicht mit seinem Regenbogen vollkackt, aber ich meinte, so weit sind wir live noch nicht. Nee, das können wir doch in der Twitch-Sendung noch nicht bringen. Ja, das geht nicht. Allein, dass wir Leute live vor laufender Kamera anpinkeln. Das geht. Das können wir nicht. Das können wir noch nicht machen. Nee. Oder? Nee. Wehe, die Show endet hier schon, schreibe ich. Oh.
Ja, warum sollte man grundieren, fragt jemand. Warum sollte man grundieren? Ja. Ah, damit tatsächlich die Farbe, die man dann auftragen möchte, besser hält und im Zweifelsfall auch deckender hält. Je nachdem, mit was man grundiert. Denn viele Grundierungen haben rauen quasi die Oberfläche mit ganz feinen Pigmenten ein bisschen an, sodass dann die Farbe, die richtige Farbe, die dann drauf soll, besser hält. Und dadurch auch die Gefahr, dass es irgendwann durch Benutzung abblättert, sich abreibt, ein bisschen vermindert wird. Und natürlich, wie gesagt, wenn man eine große Armee hat und eben schon eine einheitliche Haut oder irgendwelche Farben haben will, dass man sich halt ziemlich viel Arbeit spart, weil man dann schon Figuren hat, die ja zum größten Teil bemalt sind und das relativ leicht mit so einer Sprühgrundierung geschafft hat. Aber das werden wir dann auch bei einem der nächsten Male zeigen. Man kann mit den Grundfarben und den richtigen Tuschen eigentlich schon ziemlich tolle Effekte erzielen, sodass man sagen kann, hey, die Armee sieht auf dem Spielfeld schon gut aus, mit der kann man spielen. Ich vertrete nämlich eigentlich die Ansicht, dass bemalte Figuren wesentlich besser zu spielen sind und die Würfelwürfe dann auch besser funktionieren. Das ist natürlich ein Aberglaube, genauso wie manche glauben, dass man beim Rollenspiel die Würfel besprechen muss, damit sie besser funktionieren. Und ja, so bin ich der Meinung, dass bemalte Figuren dann bessere Ergebnisse auf dem Schlachtfeld erzielen. Es geht natürlich auch wirklich komplett ohne Grundierung, bloß da hat die Erfahrung auch gezeigt, man braucht wesentlich mehr Schichten teilweise, bis es deckt. Je nachdem, aus was für Material die Figuren sind und dass halt tatsächlich der Abrieb und das Abplatzen von Farbe schon häufiger vorkommt, wenn man eben unbehandelte Figuren und grundierte Figuren bemalt. Ich denke, damit habe ich jetzt die Frage auch ausreichend beantwortet. Man hätte es vermutlich auch besser und kürzer zusammenfassen können. Aber ich sage Mann. Ich kann so Sachen nicht. Ich neige dann gern zum Schwafeln. Ach. Ja, ich weiß, dir ist das nicht neu, Nico. Nico hat das schon öfter bemerkt, wenn ich eben von der Kamera stand, dass ich dann Verlegenheitsschwafler werde. Das ist in dem Fall schon okay. Danke. Aber wenn du heute nichts mehr zu sagen hast, finde ich es durchaus legitim. Ja, denke ich auch. Und das nächste Mal sind wir dann auch wieder, denke ich, mit voller Manpower oder Frauenpower. Wir wollen ja niemanden diskriminieren und frauenfeindlich sein und überhaupt, wir wollen ja politisch korrekt hier sein, ne? Wir bemühen uns zumindest. Und dann sind wir beim nächsten Mal. Was wir das nächste Mal machen, schauen wir mal. Blem, blem! Geh wieder schlafen hier. Es gibt hier nichts mehr zu sehen. Gehen Sie weiter. Terrorisieren Sie eine andere Völkergruppe. Ja, danke. Was wir dann bei den nächsten Malen machen, ob wir eben mal so ein Tabletop-Spiel dazwischen schieben oder was anderes zeigen oder ob wir eben hier mit so einem Tutorial weitermachen, das sehen wir noch, geben aber rechtzeitig Bescheid. Tja, ansonsten würde ich euch jetzt entlassen und mich auch. Habt einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder und dann auch mit Mairi und länger. Und vielleicht haben wir auch mal den einen oder anderen Stargast. Oder nicht so Stargast oder einfach mal Leute hier.
Ja, und bevor ich... Steff, stopp! Danke. Bevor ich jetzt weiter schwafle. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald.